Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Teleblocher. Wir haben letzte Woche über den 1. August geredet, über die Feierlichkeiten, die sich immer wiederholt. Jedes Jahr. Gehen wir mal zurück. In der Sommerzeit haben wir ja auch Zeit, mal um grundsätzlichere Fragen ein bisschen zu behandeln. Gehen wir mal zurück. Wer hat Sie eigentlich politisch geprägt? Wissen Sie das? Nein. Ich weiss, ich bin ja immer der Auffassung, ich bin kein guter Politiker. Ich bin eigentlich kein Politiker. Aber da konkretieren Sie ein bisschen, oder? Nein, das ist nicht wahr. Aber ich habe immer mich immer durchsetzen und bin in der Familie nicht politisch, sondern geprägt worden. Man muss immer schauen, was ist richtig und für das muss man sich einsetzen, ob jetzt einem, ob man mit dem da Applaus hat, oder beliebt ist oder gut ankommt oder nicht. Und das ist nicht politisch. Der Politiker schaut immer, dass er gut ankommt. Leider. Der sagt, ja, wir müssen schauen. Das stimmt ja, er muss ja gewählt werden. Also wenn er nicht gewählt wird, kann er nicht mehr wirken. Aber er macht den Fehler, dass er bei allen beliebt sein muss. Und das habe ich nie gehabt. Und nachher bin ich früher, also ich bin ja militärführungsmässig ausgebildet worden. Ich habe das immer sehr ernst genommen. Ich habe gemerkt, das ist eine gute Führungslehre. Ich bin in die Wirtschaft gekommen. Und dort ist es ganz wichtig, dass man sauber analysiert, wie ist es, wie soll es sein und wie macht man das und dann führen. Und dann musst du vorangehen in schwierigen Situation und da bist du meistens allein. Aber und irgendwann so habe ich immer politisiert. Aber irgendwann haben Sie doch müssen erkennen, dass Sie eine Leaderfigur sind. Nein, habe ich nie erkannt. Ich weiß nicht, ob ich es bin. Ich bin ein intuitiver Mensch. Aber ich habe mich eingesetzt. Ich weiß noch, ich war noch Student an der Universität. Da haben ja alle, in den 68er Jahren, oder? Das war in den 60er Jahren, haben alle getrieben. Nach links, nach links, nach links, nach links. Das war die Mode, die ganze Universität. Und da ich im zweiten Bildungsweg. Nach der puren Lehre, oder? Nach der puren Lehre bin ich, habe ich Matur gemacht, bin ich als Werkstudent noch. Habe ich gesagt, da sind ja Herrensöhnli da, wo die heim verwöhnt worden sind und die haben ja keine Ahnung vom Leben. Und jetzt hocken sie hier an der Uni und sagen, wie die Welt soll sein. Und das sind alles ganz linke Studenten gewesen, die hier wohl. Und dann habe ich gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mich mit ein paar Studenten mit anderen zusammengetan. Und einer hat gesagt, weißt du, der heutige Professor Haro von Senger, der Professor ist für Sinologie ist, in Freiburg ist, der hat gesagt, du musst Präsident machen. Ich kann das nicht, ich bin mehr der geistige Kopf im Hintergrund. Habe ich halt Präsident gemacht, habe ich mich eingesetzt. Dann ist einer gekommen und hat gesagt, du solltest Präsident werden von der juristischen Fachschaft. Habe ich gesagt, ja, ich ausgerechnet als Werkstudent, die anderen hätten einmal mehr Zeit. Ja, dann kommen halt die Linken. Habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. So bin ich in die Sachen nie gekommen. Und nach, das war ja mehr eine Spielerei gewesen, da an der Universität, da die Auseinandersetzung. Also, das war ja lächerlich. Das war gleich 68. Ja, wichtige. Ah, das war für schön geistige Leute hier. Und nachher bin ich im Beruf gekommen. Aber jetzt gleich nochmal, wenn wir es politisch anschauen. Das heisst eigentlich, Sie sind ein, sag jetzt mal, konservativer oder bürgerlicher Politiker geworden, als Reaktion auf die linke Zeitgeist. Ja. Wahrscheinlich, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich gar nie politisiert worden. Ich hätte gesagt, nein, es läuft ja gut, läuft ja rund, ist gut. Aber ich habe doch gesehen, was für eine verhängnisvolle Entwicklung das rausläuft. Und insofern haben Sie natürlich schon recht. Das 68er war ja ein Geist, das sind nicht nur die Figuren. Und eine ganz verheerende politische Entwicklung, die sympathisiert hat, auch mit dem Kommunismus natürlich, auch die geistigen Lehrer, auch die ganze Geistbetrieb. Mao Zedong und alles. Mao Zedong, die Leute da, Moritz Leuenberger dazugehört haben, die haben das rote Büchlein von Mao Zedong umgetragen. Also den Leuenberger haben Sie von dort her gekannt? Ja, der ist nicht einer von den wo vorne vorne steht. Der ist ja nie vorne vorne gestanden. Aber mitgegangen ist er. Da mögen Sie sich noch erinnern, oder? Ja, natürlich. Thomas Held ist natürlich ganz führende Figur. Wo später bei Ihnen geschafft hat sogar. Ja, wo heute natürlich die Zeit auch. Ist ja klar, das war eine studentische Pubertät gewesen, Zeit gewesen für ihn.
Und dann das sind ja gefährlicher gewesen. Das war die Zeit vom Dutschke in Berlin und so weiter. Und die wollten den Sozialismus einführen. In Deutschland ganz stark. Der grosse Gegenspieler war Franz Josef Strauß. Da waren Tausende von Leuten, die ihn niederschreien sind. Und in dieser bin ich politisiert worden und habe gesagt, also da muss man Gegensteuer geben, das ist unschweizerisch. Und da habe ich mich auch mit der Schweiz erst recht befasst. Was ist eigentlich die Schweiz? Wo sind die Wurzeln? Warum geht es eigentlich der Schweiz besser? Warum haben wir keinen Krieg gehabt? Und habe viel Historisches gelesen. Und bin immer historisch interessiert. Ich habe schon in der Sekundarschule in den letzten Jahren mich intensiv befasst mit dem Churchill. Und habe auch später dem Churchill seine Memoiren gelesen. Ist das ein Vorbild gewesen, oder? Also der Churchill war für mich eine ganz wichtige Leitfigur gewesen. Einfach, und zwar mehr noch persönlich als politisch, wie einer in so einer schwierigen Zeit ansteht, weil er überzeugt ist, jetzt geht es um die Freiheit von Europa. England, auch andere im Westen, haben ja immer gesagt, ja, man sollte doch nicht den Krieg, der Krieg ist schlimm, das ist auch schlimm. Und man sollte dem Hitler nachgeben, oder? Nachgeben. Man hat immer ein bisschen nachgeben und der ist immer weitergegangen. Und wo dann Tschechoslowakei besetzt worden ist, oder? Da ist natürlich der Ernst gehalten. Und dann hat der Churchill gesagt, jetzt ist fertig. Wir müssen dem entgegentreten. Und dann, wo er gewählt war, das hat mich immer sehr imponiert, habe ich dann alles können verfolgen. Das war dann noch aktuell gewesen nach dem Krieg, oder? Wenn er anders, dann sagt er nicht, ja, ich danke Ihnen für die Ehre, die Sie mir und meiner Heimatgemeinde gemacht haben mit der Wahl. Oder heute heisst es, wüsste ich, es ist ein Challenge, wenn ich das machen kann. All der Blödsinn. Sondern er hat gesagt, ihr Engländer, jetzt habt ihr mich gewählt. Ich muss euch sagen, ich kann euch nichts anderes zumuten als Schweiß, Tränen, oder? Und ein Durchblick lassen. Also Krieg, oder? Das ist das, was wir machen. Aber wir holen die Freiheit. Das sind doch Sachen, oder? Die einem bleiben. Und das ist für mich schon immer auch ein Beispiel gewesen, weil man muss aufpassen mit dem Anpassen. Und ich bin ja so drin nie gerutscht. Ich habe ja nie wollen, eigentlich in Politik. Ich bin da hier gerutscht. Bin einem Kleinen in Meilen gewesen, wo wir auf Meilen gezügelt sind, weil wir dort eine Wohnung gefunden haben. Ich musste in die Nähe von der Stadt Zürich, weil wir voran in Weinfelden waren. Aber dort haben Sie in Weinfelden, wo Ihre Frau glaub, Lehrerin war, haben Sie glaub, auch den ersten Leserbrief geschrieben. Das war Ihre erste ja, politische Aktion, gewesen, oder? Ja, meine Frau hat die Schule gegeben in Weinfelden, im Pestalozzi-Schulhaus. Und vorne dran hat während der Woche, wir haben es mit Abbauhämmer geschafft, unter diesen Fenstern. Und dann habe ich gesagt, also das geht nicht. Das kann man auch anders lösen. Und habe einen Leserbrief geschrieben. Das ist Ihre erste politische Aktion. Es hat einen grossen Aufruhr gegeben bei der Schulpflege und so weiter. Ja, aber sie ist nachher abgestellt worden. Das heisst, sie hat es nachher anders gelöst, als ich geschrieben habe. So habe ich mich gewehrt für die Schüler und für meine Schulstunden von meiner Frau. Und ich habe auch gesagt, ich sei der Verlobte von dieser Lehrerin. Und ich habe das gesehen, das geht doch nicht. Und das können wir auch so und so lösen, ich weiß jetzt nicht mehr wie. Und dann hat man es gemacht. Und dann wird man halt bekannt, oder? Aber wir sind dann vom Thurgau weg. Ich war ja da Student, ich musste noch arbeiten. Zwei Fälle, wo wir geheiratet im 67. Meine Frau hat Schule gegeben und ich musste nicht mehr arbeiten, weil ihr Einkommen hat dann gelangt, dass wir zwei zu essen hatten. Und nachher bin ich hier auf Meilen gekommen und da bin ich schon im ersten Monat bin ich politisiert worden. Weil wir sind im Juli gezügelt und am 1. August sind wir in ein Feuer gegangen, wo es oben dran geht, weil Meilen eben kein 1. August-Feuer gab. Das haben wir ja beendet. Haben Sie erzählt, jawohl. Und dann sind wir im Quartier, im Feldmeier, die haben wenigstens ein Feuer gehabt,
es war für uns ein paar Minuten zum Laufen. Und dann habe ich gesehen, das ist ganz eine vorbildliche Gemeinde, wie die eine gute Planung haben. Hier das Baugebiet und hier oben ausgeschiedenes Landwirtschaftsgebiet, sauber getrennt. Das hat mich natürlich interessiert, weil ich ja an der Dissertation war. Und mein Dissertationsthema heisst die Einführung der schweizerischen Landwirtschaftszone und ihre Vereinbarkeit mit der Eigentumsgarantie. Weil das neu war, die Trennung von Baugebiet, Wohngebiet. Das war Pioniersache, oder? Und dann habe ich gesagt, und die Gemeinde ist ein Vorbild. Und dann sagt mir der Bauer, der dort Ding gemacht hat, das Feuer gemacht hat, verantwortlich ist für das Feuer und so der Holz rumgelegen ist, mit der Gabel drauf hochgefallen ist, habe ich dem das gesagt. Weil das ist mein Haus, bei dem habe ich die Wohnung gemietet gehabt. Der hat dort einen Block gebaut gehabt und hat dort eine Wohnung gehabt. Dann habe ich den gekannt und dann habe ich ihm gesagt, hören Sie, da muss ich jetzt Ihnen sagen, das ist vorbildlich. Und ich habe wunderbar da über den See und da haben gut gemacht. Und dann hat er mir gesagt, was? Sie wissen nicht, was das läuft. Jawohl, das haben wir so beschlossen. Man hat uns gesagt, das müssen wir frei behalten. Und kaum haben wir es beschlossen, geht der Gemeinderat an und sagt, jetzt werden hier 25 Hektare eingezonet, damit Taluswiss, der Präsident hat hier in Meilen gewohnt, damit Taluswiss hier ihr Forschungszentrum machen kann, haben wir es ausgezonet. Dann ist das Land billig, dann hat er Land können kaufen oder wo es kaufen und dann wird es eingezonet. Und dann habe ich gesagt, aber das lehnt er doch nicht zu. Nein, das geht doch nicht. Das ist ja also wie eine Faust aufs Auge. Und dann hat er gesagt, ja, Sie könnten es uns nicht helfen. Ja? Das sollte man, also wissen Sie, wir sind alle der Meinung, das geht nicht. Aber niemand, der das in die Hand nimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja erst ein paar Wochen da. Und dann hat man, ja... Dann ist noch ein anderer, ein Chemiker, ein langjähriger Chemiker, der dort gewohnt hat, ein bäumiger Kerl. Der hat gesagt, ich kann nicht reden und ich kann nicht rausstehen. Würden Sie nicht das Präsidium übernehmen von dem Komitee? Ja. Von dem Komitee, das haben wir dann genannt. Komitee für eine gesunde Entwicklung Meilens. Und das hat so eine Sache gegeben. Das hat 2.500 Leute, die an die Gemeindeversammlung gekommen sind, hat man übertragen in 2 verschiedene Turnhallen. Wir haben aber verloren dort, ganz knapp. Und dann sind wir vor das Bundesgericht, weil wir gesagt haben, das hätte für die Turnenabstimmung. Und dort haben wir Recht bekommen. Und dann ist mit der Aluswiese so hineingegangen. Dann ist es eingelassen. Also wir haben in der Sache am Schluss Recht bekommen. Das Gebiet ist noch frei. Also, aber ist und eine dann ist man natürlich... Taluswiss hat dann einen später glaub ich, mal noch gehört, oder? Ja, ich war einmal der grösste Aktionär. Mhm. Ja. Das war die andere Seite. Ja. Nicht wegen der Taluswiss haben wir uns von ihm beteiligt, sondern wegen der Lonza. Da war ja Taluswiss Lonza. Und das hat nie zusammengepasst, weil die Taluswiss hat eigentlich die Lonza ausgesogen. Und dann habe ich gesagt, man sollte die trennen. Und wir haben es dann auch getrennt. Die Aluswiss, die hat mich dann nicht mehr interessiert, sondern die Lonza. Aber ich bin ja nachher, und da sind wir der grösste Aktionär von der Lonza. Und wir wollten eigentlich in der Feinchemie mit denen zusammengehen. Und das wäre eben gut gewesen. Aber nachher habe ich ja dann, als ich im Bundesrat kam, bei den Kindern das Unternehmen gegeben und auseinandergenommen. Weil der Feinchemie-Teil hat den Sohn in Dottiken und dann die Töchter haben den Teil in Ems, den Kunststoff. Und dann hat Aluswiss nicht mehr drin gepasst und die hat man dann wieder. Also die Aluswiss hat sie ja verfolgt. Sie sind, glaube ich, als kleiner Bub haben sie am Rival die gegenüber ja, gesehen. Ja, genau. Also, ja. Immer das sind immer so Wurzeln, die man hat. Also die Wiege von der Schweizerischen Aluminiumgesellschaft ist ja in Neuhausen am Rival. Und wir haben von die Hause aus, vom Pfarrhaus laufen an die alten Forschungsgebäude, die immer noch stehen, sind wahrscheinlich jetzt unter Heimatschutz, haben wir die angeschaut
Und so ist dann nachher das Leben. Und dann bin ich auf Meilen gekommen. Und dann habe ich die grosse Auseinandersetzung mit deren Allausweis. Und das war natürlich leidenschaftlich. Eben, da gibt es ja auch berühmte Geschichten, die wir heute noch erzählt haben. In diesen Turnhalle haben wir es übertreibt. Ja, und dann hat, glaube der Gemeindepräsident gesagt... Der Dubsier kommt schon wieder. Oder der Double kommt schon wieder. Ja, und dann hat das Mikrofon nicht abgestellt. Der hat er gesagt. Ja. Ja. Oder der Double vielleicht auch. Jetzt bin ich mir so sicher. Aber auf jeden Fall... In der grossen Turnhalle bin ich als Redner und er, und das ist übertragen worden in die andere Turnhalle, dort war der Vizepräsident. Und dann, als ich das zweite Mal reden, hat er gemeint, jetzt sei die Lautsprecheranlage abgestellt, aber sie war nur bei sich abgestellt, im anderen Saal nicht. Und dann hat man dort gehört und gesagt, was, der Blocher, jetzt kommt der Double schon wieder. Oder dumm sicher, ich bin nicht mehr sicher. Werden wir nicht mehr ganz rausfinden. Und da hat mir im anderen Saal sehr viele Stimmen eingebracht. Ah, dank dem hat sie dann... Ja, haben wir relativ viel gemacht in dem Saal. Jawohl. Jetzt ist ja noch interessant, wenn man nochmal zu ihren Wurzeln geht. Alle Parteien haben sie, glaube ich, wählen, oder? Also, ja, das ist dann auch... Da bin ich auch noch parteilos gewesen und dann in dem Allausweiskampf hinein. Hat man natürlich gemerkt, der kann ja gut reden und so weiter, oder? Da ist man aufmerksam geworden. In der Politik kommt man ja schnell auf jemanden zu. Und dann hat natürlich die Parteien gefunden, da wäre noch einen, den sollte man holen. Sind aber in der Sache nicht auf meiner Seite gewesen. Die sind alle, auch die eigene Partei, also die SVP, wo ich dann ja eingetreten bin, die ist nachher auch auf der anderen Seite gewesen. Und also immer dafür, dass man die alles macht. Ja. Jawohl. Aber die sind auf mich zugekommen. Die CVP ist für mich nicht in Frage gekommen. Das ist wegen der Konfession, ja. Eine katholische Partei gewesen. Ich bin ja Protestant. Freisinnig. Da habe ich noch lange überlegt, weil wir hatten auch noch zuerst einen guten Präsident gehabt. Der ist dann leider beim Zugsunglück, der im Feldmeiler war, unter den Zug gekommen. Ist im Zug, ist dort tödlich verletzt worden. Und nachher habe ich da die Leute gesehen von der SVP und von der... Das war eine tragische Geschichte, weil sie sind ja, glaube ich, an den Zug gelaufen. Ja, oder? Ja, ich habe an der Bahnlinie gewohnt, an der General-Wille-Straße, eben in dem Block von dem Bauer, der voran genau Feuer Wörter gemacht hat. Und als ich zum Haus komme, kommt der Zug und der tätscht wahnsinnig. In dem Moment sind sie angekommen. Ja. Und dann, das war also 100 Meter von mir weg gewesen. Und dann bin ich sofort, habe ich meiner Frau gesagt, sofort die Polizei anrufen, Zugsunglück da, schweres Zugsunglück, Leute an. Ich gehe rüber. Ich war ja hier schon bereits Offizier auf der Luftschutztruppe. Also, wir sind ja ausgebildet für so Rettungseinsätze. Und habe gesagt, ich gehe jetzt mal dort hin. Ich war einer der Ersten auf dem Platz und habe hier angefangen eingreifen. Ich habe gefragt, ob ich kompetent bin oder nicht. Und dann sind da die ersten Männer von der Feuerwehr und so. Und ich habe gesagt, nehmen Sie das, machen Sie das, ja, ja, und so weiter. Und die nach einer Zeit erteilen, was ist eigentlich da für einer da? Anweisungen gibt es. Dann habe ich gesagt, ja, heute, ich bin Luftschutztruppenoffizier, ich kenne mich da ein bisschen aus. Aber ich wollte Ihnen nicht drin reden, aber also das sollte man machen, und die sind eigentlich noch froh gewesen. Und da hat man also 7 Tote müssen zum Zug ausnehmen, schwer verletzt, das war schwer gewesen. Und eben einer war der Präsident von der Freisinnigen Partei, ein Rechtsanwalt, ein bäumiger Kerl. Und der hat mich gefragt, und ich habe gedacht, zwei Wochen oder so voran. Und nachher habe ich so überlegt, wer sind die Leute? Und dann habe ich gesagt, ich gehe zu der SVP. Da sind die Freisinnigen nicht so die meine Leute gewesen. Also der Ding, der Verantwortliche war nachher gewesen, der Ton angegeben hat. Das war der Chef Finnland-Redakteur gewesen, von der Zürich-Zeit, der Kurt Müller. Ich hatte nichts gegen den, aber auch nicht besonders führen. Und dann bin ich zur SVP. Und das wäre der Prozess von der Allausweis gewesen, und ich will am Schluss, dass die Ja-Parole rausgehen. Wo ich auch die erste Mitgliederversammlung bin von der SVP, hat eine Mecke hineingerufen,
Der junge Kerl soll mal die Schnurren behalten. Dann hat der Präsident mir zurechtweisen. Ja, jetzt haben wir den aufgenommen. Wieso muss der Schnur? Ja, schon am ersten Ding. Dann hätte ein paar Jahre können warten können. So ist das zugegangen. Und nachher, nach dieser Sache ist natürlich, ist man auf mich zugekommen und gesagt, aber los, jetzt hast du die ganze Gemeinde da hintereinander gebracht. Bis aber nicht allein gewesen. Es hat auch noch andere gehabt, aber ich bin dann einfach oben aufgeschwungen. Das Haushängen gesehen, ja. Ja, und aufgefallen. Und dann, jetzt musst du aber auch in die Behörde. Und dann bin ich im Gemeinderat gewählt worden. Auch gegen meinen Willen, das habe ich eigentlich nicht will. Ich habe ja angefangen mit der Stelle, ich musste noch halb die Dissertation schreiben und noch jetzt noch im Gemeinderat, oder? Aber ich habe es dann gemacht. Das war dann im Jahr 1975 bis 78, also 74 bis 78, die ersten vier Jahre, oder? Und nachher bin ich in den Kantonsrat gewählt worden im 75, dann bin ich wieder raus als Gemeinderat. Und sie haben mir auch zwischendrin, haben sie natürlich keinen Bezirksparteipräsidenten, ja. Habe ich das auch noch gemacht. Es ist immer so, es hat sich immer alles ergeben. Ja, ja, ja. Aber gleich noch interessant, da haben Sie ganz kurz noch angetönt, eben, das ist die politische Karriere, die industrielle. Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass Sie ein Faible haben von dem? Sie sind ja eigentlich aus einem Pfarrerhaushalt gekommen, eigentlich aus einem ganz anderen Milieu. Ja. Und plötzlich haben Sie doch müssen erkennen, ich bin eigentlich ein Industrieller, ich bin ein Unternehmer. Ich bin zufällig in die Industrie gekommen, auch wie Politik. Nämlich, als ich abgeschlossen habe, habe ich gesagt, jetzt habe ich so Aktienrecht müssen lernen. Scheckrecht und so. Ich weiss gar nicht recht, was das ist. Ich weiss auch nicht, was eine Bilanz ist. Ich habe das auswendig gelernt und in den Prüfungen gesagt, habe ich gewusst, ja, das steht auch rechts oben. Aber habe ich gesagt, jetzt. Und dann habe ich schon zugesagt für eine Assistentenstelle mit Professor Meyer-Heyo und daneben Dissertation schreiben. Und dann ist der Dr. Werner Oswald, das war der ehemalige Hauptaktionär von der EMS-Gruppe, und der ist auf mich zugekommen, ob ich nicht zu ihm käme in Rechtsdienst halbtags. Und dann habe ich gesagt, oh, da wäre jetzt etwas. Jetzt gehe ich in die Industrie, dann lehre ich das einmal kennen. Ich will nicht dort bleiben, aber einmal sehen, was das geht, wie das geht. Dann bin ich dort eingetreten. Schon nach kurzer Zeit hat er mich zum Generalsekretär gemacht. Dann ist froh, dass es noch ein Junge kommt. Und ich bin auch ein bisschen unverfroren gewesen. Ich wollte ja gar nicht bleiben. Man hat immer gesagt, das ist ein Diktator, da musst du aufpassen und so. Und ich habe ihm frei meine Meinung gesagt. Und er ist schon immer verrückt worden, aber ist also lehrreich gewesen. Und dort hat es mich gepackt. Habe ich gemerkt, das ist ja wahnsinnig interessant. Nein, mit Leuten so etwas forschen, entwickeln, produzieren, bei diesen schwierigen Jahren gekommen, 70er Jahre, Erdölkrise und so weiter. Aber ich wollte nie bleiben. Ich habe immer gesagt, jetzt bleibe ich halt noch mal. Zwei, drei Mal habe ich auch gedacht, da fällt mir jetzt raus, weil ich Sachen gemacht habe, ganz gegen seinen Willen, die aber was richtig sind. Ja, ich habe einen wichtigen Rohstoff, den wir produziert haben, wo wir nicht mehr konkurrenzfähig sind, eigenmächtig abgestellt lassen, fertig. Er hat gesagt, wird nicht mehr produziert. Und dann war er verrückt, die ganze Woche nicht mehr geredet mit mir. Aber nachher war es ein ganz erleichterer, dass ich das gemacht habe, weil das hätte uns das Knick gekostet. Und dann bin ich dort hingekommen und dann natürlich aufgestiegen, dann ist der Chef gestorben, habe ich die Söhne wollen annehmen. Und dachte, nachher gehe ich dann. Und dann ist das nicht gegangen, die wollten nicht bleiben, dann in dieser Krise wollten sie verkaufen und so weiter. Und dann habe ich am Schluss die Firma gekauft, also praktisch ohne Geld, einfach mit Bankkrediten. Und so ist die Firma gerettet worden, aber das ist ein eigenes Kapitel. Da werden wir ein anderes Mal sicher behandeln. Also interessanter Mal eine ganz andere Sendung, wo wir jetzt einmal ein bisschen zurückgeschaut haben, wie sie so geworden sind, wie sie sind. Man kann ja nicht immer sagen, warum das so wird, aber sind die vielleicht ein paar interessante Ansatzpunkte gewesen? Die Grundfrage ist, wenn man älter wird, woher habe ich das? Ja. Und woher haben sie das? Ja, ich weiß es nicht. Mein Bruder, mein älterer der Pfarrer, der hat in der Pensionierung angefangen, eine Untersuchung zu machen.
wo er hat mir die Eigenschaften bei ihm. Dann mal nachgehen, woher habe ich jetzt die Eigenschaften? Aber der wird nie fertig mit dem. Jetzt ist er auch nicht mehr in der Lage, weil er ja eine Hirnblutigkeit hat. Kann er es jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr selber weiterführen. Aber er hat gesagt, weißt, das ist hochinteressant, wenn man dem nachgibt, wo man die Sache könnte herhaben. Also die Frage ist offen, können wir sicher noch ein paar Mal darüber diskutieren. Das war Tele Blocher. Nächste Woche natürlich wieder zu einem aktuellen Thema. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Sommertag und bis bald.